Brenner überzeugen mit ihrem Rockschlager und interpretieren bekannte Schlagersongs neu. Wie kamen sie dazu und mit welchen Stars würden sie gerne mal zusammen singen? Oder Sarah Zucker und Brenner. Als Brenner 2019 an den Start ging, waren sie zweifelsohne Deutschlands älteste Newcomer-Band. Aber die Band aus vier gestandenen Musikern nutzten ihre jahrelangen Erfahrungen und zeigten auf der Bühne, was sie so drauf haben. Nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben. Die Songs von Brenner sind allesamt mitsing- und partyfreundlich und haben so einige rockige Gitarrensoli dabei. Aber wie kamen die Jungs eigentlich auf die Idee mit dem Rockschlager? Ja, die Idee ist eigentlich entstanden, als wir bei Alle singen Kaiser aufgetreten sind. Also wir haben da einen Titel gesungen von Roland Kaiser, Die Gefühle sind frei, haben wir mit Florian Silbereisen zusammen performt. Und als wir dann nach der Sendung sind wir zurückgefahren nach Berlin und dann kam so die Idee, weil alle das so toll fanden, irgendwie das nochmal zu machen. Das ist ja halt auch, das macht ja auch Spaß irgendwie. Geile Songs irgendwie zu covern. Mit Rockschlager präsentieren die Jungs ihr zweites Album mit bekannten Titeln wie Dann geh doch im Original von Howard Carpendale, Der Himmel brennt von Wolfgang Petri oder zum Beispiel Amsterdam von Cora. Gibt es denn aber auch Songs, an denen sich Brenner niemals herantrauen würden? Also ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht an Songs von Amigos rantrauen. Punkt. Nee, die sind heilig für dich, ne? Nee, ich glaube, das würde nicht passen. Ich finde so, wenn irgendwas Mundart gesungen ist zum Beispiel, da würde ich mich nicht rantrauen. Jetzt ja, das stimmt. Zum Beispiel einen bayerischen Song oder einen österreichischen. Brenner standen schon mit einigen Stars auf der Bühne. Zuletzt sogar mit Bülent Ceylan, der die Jungs beim Schlagerboom 2021 unterstützt hat. Wer kommt wohl als nächstes als Gast dazu? Jetzt gerne Fischer. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube mal, so richtig loszurockern wäre auch hier mit Ben Zucker, ne? Mit Ben Zucker oder mit Marina Marx oder auch mit Maite Kelly. Ja, stimmt. Maite Kelly, die hat sich ja mal angeboten. Die hätte auf jeden Fall auch mal Bock drauf, glaube ich. Genau, das Standard, ja. Die hat sich ja mal angeboten. Oder auch hier mit Howard Carpendale mal einen Song zu machen, das wäre auch ganz cool. Ne? Wir haben ja auch eine Nummer von ihm gecovert. Der Wunsch von Frontsänger Martin ging nur kurze Zeit später auch in Erfüllung, als er mit seiner Band bei der großen Schlager-Challenge 2021 zusammen mit Howard Carpendale den Song Dann geh doch performen durfte. Sein willkommener Tausch, dann geh doch. Ich besitze dich nicht, du gehörst dir allein. Letzten Endes wird alles, wie du es willst sein. Die Jungs von Brenner sind mittlerweile also voll im Schlager-Business dabei und sorgen immer wieder für musikalische Überraschungen. Wer wäre aber denn noch eine interessante Kombination auf der Bühne? Ich glaube, ich könnte mir saugut vorstellen, Mighty Canyon AC/DC. Okay. Zum Beispiel, ja. Doch, da hätte die garantiert total Bock drauf. Ich sehe das schon so. Gut, dass du das siehst. Ja, also da würde ich ehrlich gesagt lieber Ben Zucker mal bei AC/DC hören. Oder so, ja, stimmt. Ja. Oder Sarah Zucker und Santiano. Oder Sarah Zucker und Brenner. Ja. Wir wünschen Brenner weiterhin viel Erfolg und tolle Shows. Wir sind gespannt auf mehr und rocken mit euch mit. Wie findet ihr den Rockschlager? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Wenn ich so viel mehr ist als ich, dann geh doch. Und ein flüchtiger Rausch, ein willkommener Tausch, dann geh doch.